Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur allwöchentlichen Sklavenbefreiung. Nein, allwöchentliche Sklavenbefreiung stimmt nicht. Aber wir wollen hier noch die Sklaven befreien. Also ich möchte gerne, dass wir in dieser Folge noch ein paar Lager befreien. Theoretisch gesehen brauchen wir gar nicht mehr so viele. Ich glaube noch 5, wenn ich recht gezählt habe. Standhaft. Du bist nicht der Einzige, der es wagt, es mit Uruks aufzunehmen. Diese Menschen versuchen, ihre Wächter abzulenken, damit andere fliehen konnten. Festige ihren Mut. Das kriegen wir hin. Rette die Sklaven. Schleiche und brandmarke Uruks. Okay. 1. Zwei. Dies ist dein Ende. Ah, ich weiß ja nicht. Ah, okay, das zählt nicht als Schleichen. Das war doch jetzt Schleichen. Ja, genau. Wunderbar. Ah, jetzt habe ich schon mal eine Armee aus 3 Leuten. Schneid mich los! Ich ertrage diese Qualen nicht. Danke, Waldläufer. Unsere Freunde sind in der Nähe. Ah, zählt das als Schleichen? Ja, aber... Oh. Warte, ich rieche etwas. Ich mach die mal, kämpf die erstmal gegen meine Zirok, die ich hier umgekrempelt habe. Kein sehr guter Plan, Made. Deine Freunde sind entkommen, doch sie haben dich für mich zurückgelassen. Was? Ja, ich hab echt gedacht, ich wäre noch unsichtbar. Komm, müssen irgendwie gerade meine konvertiert, muss ich sagen. Ja, sich ist hier ja einiges los, ne? Kann man ja jetzt hier nicht verleugnen. Ja, ja, den auszuweichen war noch nie meine Stärke. Ja, ihr wollt doch bestimmt, dass ich euren Freund auch konvertiere, ne? Also das ist ja... Ihr könnt ja eine große, glückliche Familie mit ihm sein. Ah. Ich kann wieder gerade... Ich stecke in der Mauer. Das Problem hatte ich letzte Folge schon, da stand ich an einem kleinen Mini-Hang. So wie hier, so der Mini-Hang. Und da konnte er halt irgendwie nicht runterrollen. So, was ist hier meine Freunde? Wofür habe ich so viele von euch umgekrempelt? Seid mal nützlich, ausnahmsweise. Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Ja, das tue ich. Dann kann ich mich aufzählen. Obwohl, ich kriege keine Lebensenergie davon. Hm. Doch, ich habe ein bisschen Lebensenergie bekommen. Tatsächlich. Wenn wir mit dir fertig sind, werden wir deine garstigen Freunde jagen. Also das kann deine Arbeit verdammt gewesen sein. So. Ich sehe schon Gespenster. Wunderbar. Waldläufer, hast du sie gesehen? Haben die anderen es geschafft? Ich will zurück und sehen, ob ich noch weiter. Eingabeverbesserung, wir haben doch alles. Aber schön, dass wir noch 2000 haben. 20, ja, 4 Stück müssen wir noch. 4 Stück. Drin helfen kann. Allerdings haben wir die Lager noch nicht gefunden. Das heißt, ein Grog? Wo seht ihr den Grog? Seht ihr den Grog nicht mehr auf der Minimap? Ich sehe hier nur ein bisschen Karagor. Ja. Allerdings ist Karagor jetzt ja nicht der schlechteste. Karagor hat sich ja als würdiges Taxi erwiesen. Oh.
jetzt gucken wir einfach mal. Ja, theoretisch gesehen reiten wir einfach mal hier lang. Das ist halt so, genau. Da haben wir nämlich schon. Da haben wir schon die nächste Faust entdeckt. Das heißt, hier gibt es Sklaven, die von mir getriggert werden wollen. Na. So, geht nach Hause. Hier ist nur ein Aufseher und der ist tot. Bitte, rette meinen Freund. Machen wir doch Waffen des Krieges. Da oben. Wisst ihr was? Wir reiten dahin in der Hoffnung, dass wir noch an einem anderen Lager vielleicht vorbeikommen. Ich bin sicher, sie haben Fleisch. Ich meine, 2000 Fuß, da muss doch irgendwo bestimmt ein Lager drin sein. Ja, wunderbar. Mein Plan ging soweit auf. Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass die hier random erzeugt werden. Weil hier haben wir auf jeden Fall schon vorher einmal Sklaven befreit. Waldläufer, hab Dank. Einige von uns sind zurückgekehrt, um Rüstungen zu stehlen. Sie können nicht weit gekommen sein. Okay, Rüstungen stehlen, klar. Vielleicht kann man die auch nur so nach und nach freischalten. Also, dass ich jetzt wieder zwei oder drei freischalten kann. Da muss ich die, ja, die Sklavenquests voranbringen im Endeffekt. Und dann kann ich im Anschluss wieder neue Sklaven befreien. Keine Ahnung. Werden wir einfach. Wir werden sehen. Okay, ja gut, dass ich da hochgesprungen bin. Ach, ich hätte den Charakter noch aufzählen sollen. Naja. Waffen des Krieges. Mit nichts als Schaufeln zur Hand haben die Gefangenen kaum eine Chance, sich gegen die Orks zu behaupten. Also versuchen sie, bessere Waffen zu fertigen. Doch wurden dabei erwischt, bevor sie sie benutzen konnten. Rette diese Krieger und führe sie zu ihrem Stamm zurück, damit sie wieder ihre Schwerter schwingen können. Rette die Sklaven. Bringe 20 Orks dazu, andere zu töten. Okay. Ihn so töten, dass er nicht wieder aufhört. Oh, dann töte mal deine Freunde. Die Seite des dunklen Herrschers aufmachen. Andererseits, du wirst jetzt erstmal in dem Passivmodus bleiben, solange bis ich Hilfe brauche. Ja, guck mal einfach mal. 20 klingt jetzt erstmal viel, aber eigentlich, wenn's halt hier richtig abgeht, dann ist es eigentlich wenig. Ja, das hat gereicht. Da. Du gehörst nämlich zu mir. Er gehört zu mir, wie der Ork an der Tür. Du hättest deine Waffen gefunden haben. Du hättest dein Heer ausschalten können. Du bist auch ein Freund von mir. Der Krüger ist ein Freund von mir. So. Danke. Ach, das ist mein befreundeter Hauptmann. Sehr cool. Er kann dann auch noch ein bisschen mit Nur, weil du mir ein spitze Stöcke verlierst, dass du ein Krieger bist. Du bist und bleibst als Krieger. Schütze meinen Namen. Apropos Schützen. Wir schützen erstmal hier die Flamme quasi. Achso, ja, das ist überhaupt mal den Säugchen auch dran. Na! Oh, wir haben es aber jetzt auch gerade. Schön, schön, mein lieber Föhn. Dummer Sklave! Selbst ohne Waffe kann ich dich töten! Ja. Es sind nicht die Schwerter, die uns stark machen, okay, ich will nicht die Ketten, die euch schwach machen. Tja, ich hoffe, du hast recht. Hab ich mir wohl nur. Nein, ja, okay. Andererseits, dann geht halt jetzt gleich hier, geht's hier gleich richtig los. Und dann kann ich hier halt auch meinen Zusatzziel erfüllen. Höre auf meinen Befehl! So, jetzt will ich, dass der Ham geht. Ich will, dass sie hier richtig
Eure beste Action sollt ihr jetzt abziehen. Während ich hier einfach über. Ja, während ich hier weitermache. Ja, guck mal, 15 von 20, das ist doch super. Warte, ich rieche etwas. Lasst uns nicht im Stich. Kein Fall. 17 von 20. Danke, nice. Ah, okay. Da hab ich's jetzt verhauen. Bleib da! 20 von 20. Sehr schön. Ja, kann ich halt nicht anders sagen. Ah, ist sehr schön. Du kämpfst auch für meine Sache. Du kommst für meine Sache. Gut, dann können wir jetzt einfach. Dann können wir jetzt einfach die anderen Sklaven befreien, ist ja dann alles egal. Wunderbar. Du musst uns retten. Ich hoffe, dass mein Hauptmann da nicht stirbt, weil den hätte ich halt schon gerne. Ich danke dir. Ich mag den Hauptmann. Wir geben unserem eigenen Hauptmann hier wieder ein. Beste, was wir je machen konnten. So. Helft mal dem Hauptmann, ich brauche den Hauptmann noch. Wir gehen jetzt mal. Gehen wir denn lang? Hier lang. Ja, man kann nicht jeden umfliegen. Also kann man schon, aber ehrlich gesagt habe ich mich verdrückt. Ja, so mit der Gnade. Nein. Tja, irgendwas ist ja immer. Okay. Die Kamera war jetzt gerade ein bisschen buggy. Und du gehörst zu mir. Was zu meinem Clan. Na, Cobra Kai tut schon. Sie haben meine Waffen zerstört. Ich muss von vorne beginnen. Doch ich gebe nicht auf. Danke, Waldläufer. No. Never give up, never give in. Ich dachte, ich hätte Menschen. Ich bin jetzt die Rune, Talion. So, manchmal bist du echt ein Zicke, Talion. Tja, und nochmal. Und nochmal. Tja, Leute. Ciao. Macht euch, lasst euch was. Macht euch einen schönen Tag. Ich glaube, da hat sich etwas Nee, ich verschwende jetzt nicht meine guten Pfeile. Ich wollte jetzt einfach nur hier eigentlich schnell raus, damit ich die Schnellreise benutzen kann. Ah, guck mal, da ist gleich schon das nächste Symbol. Am Horizont. Ja, guck mal, das ist ja ganz in der Nähe. Das ist ja. Licht in der Dunkelheit. Jetzt hat den Sklaventreiber angegriffen. Wenn sie ihn nicht getötet haben, wird er sich den Tod sicher schon wünschen. Okay. Hier oben machen wir das. Oh, seit wann wird eigentlich meine Lebensenergie und alles noch alles aufgefüllt? Das ist ja. Sagen wir, es ist sehr komfortabel. Aber ich könnte schwören, dass es nicht von Anfang war, dass es erst gepatcht, nachgepatcht wurde. Ohne ein weiteres Sklavenlager wird gleich, kein Sklavenlager mehr sein.
Habt ihr gesehen, ich habe den erst gehalten und dann habe ich gemerkt, dass ich mich verdrückt habe. Was sind hier sauer auf mich? Wollen die mich hier nicht? Talion, wie wär's, wenn du an der Mauer aufkletterst? Dankeschön, Talion. Du bist der beste Talion.